So, willkommen bei Unplugged Wohnzimmer. Heute zu Gast Hanna Melea. Hallo Hanna. Hallo Alice. Hallo. Ja, Applaus. Vielen Dank. Geht's dir denn gut? Bist du gut angekommen? Fühlst du dich wohl? Mir geht's gut. Die Anreise war ein bisschen, die Bahn wieder war ein bisschen kompliziert, aber ich bin froh, jetzt hier zu sein. Ich komme aus Münster, das heißt, die Anreise ist auch ein bisschen weiter gewesen. Wow, ja, aber noch, jetzt bin ich hier. Noch schöner, dass du es hergeschafft hast, trotz aller Widrigkeiten. Ich würde sagen, du spielst einfach erstmal deinen ersten Song und dann quatschen wir ein bisschen. Ja, gerne. Gut, wie heißt der denn? Der erste Song heißt Fragments of My So-Called Soul. Wow, okay, viel Spaß damit. Fragments of my so-called soul. Whoa, whoa, whoa. I'm running, 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 burning in this supernova storm. Whoa, whoa, whoa. Burning in the supernova storm. Picking me up from the floor as I lie, steady as a stone, I lie. Will I get back on my own? Staring holes into the walls as I lie, as I try to break the walls inside my mind. And I like to put the pieces as I like to put all. Holding on to all I think that I know. The circus in my head, I know. Is it me or is this real? Underneath the cracklings where I have tried, oh, I tried to find a better peace of mind. And I like to put the pieces as I like to put. All the fragments of my so-called soul. Whoa, whoa, whoa. I'm running, 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 burning in the supernova storm. Whoa, 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 whoa. Burning in the supernova storm. All the shattered fragments of my so-called soul. Whoa, 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 whoa. I'm running, 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 burning in the supernova storm. Whoa, 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 whoa. Burning in the supernova storm. Yeah. So, lass uns loslegen mit den Fragen. Erstmal würde ich total gerne wissen, Melea klingt total cool. Ist das dein echter Name? Das ist mein echter Name, das ist mein zweiter Name.
Ach, dein zweiter Vorname? Genau, mein zweiter Vorname. Ach, also Hannah Melea ist quasi mein Zweitname, ja. Jetzt wollte ich schon sagen, was sind denn deine Wurzeln ursprünglich, dass du so einen coolen Namen hast? Ich komme aus Münster. Gut, also in Münster hat man einfach coole Namen. Ja. Aber gut, der Zweitname, das erklärt es schon ein bisschen besser. Sehr cool. Ja, das ist, finde ich eine gute Idee, dass du das zu deinem Künstlernamen gemacht hast, weil es klingt echt mega. Dann kommen wir gleich schon, also erste Frage ist geklärt, dass du aus Münster kommst, haben wir jetzt auch geklärt. Genau, ich habe auf Instagram gesehen, dass du erst dieses Jahr als Solokünstlerin gestartet hast. Ja. Da kommt bei mir gleich die Frage auf, was war denn vorher? Hast du einfach so 2020 will ich mal was Neues probieren und jetzt auf die Bühne, jetzt wirklich? Ja, wirklich. Also ich schreibe seit 5 Jahren ungefähr und habe mich aber nie so richtig vor Leute getraut, weil ich das immer so ein bisschen gruselig fand, mich so... Man ist ja total ausgeliefert und so exponiert mit den Sachen, die man so schreibt, die ja auch sehr persönlich sind. Und das habe ich mich überhaupt nicht, habe ich mich nicht getraut. Und dann Ende letzten Jahres hat mich das so sehr gestört, dass ich gesagt habe, das schränkt mich so ein, das ist so blöd, dass ich die ganze Zeit nur allein in meinem Zimmer rumsitze. Das ist jetzt mein Neujahrsvorsatz. Und dann hat das auch gut funktioniert. Und dann kam Corona. Ja, manche hatten Pech. Aber mega, also ich finde es total mutig und jetzt sitzt du hier so, als ob irgendwie du nie ein Problem damit gehabt hättest. Ich habe so gesehen, du bist, also auf Instagram habe ich es gesehen und auf YouTube auch ein bisschen, bist total viel unterwegs, so als irgendwie, als ob nichts Einfacheres gäbe. Wie hast du denn, also eigentlich ist das so eine Frage für später erst, aber wie hast du denn diese Angst so überwunden, einfach dieser Vorsatz oder... Ja, ich glaube, einfach machen und nicht zu viel drüber nachdenken und mich da einfach reinschmeißen. So ein guter Tipp. Also so richtig kalt ins kalte Wasser? Ja, genau. Wow. Ja. Ah, ich find's, also du hast sozusagen 5 Jahre lang schon in deinem Zimmer Songs geschrieben, aber gar nicht so mit dem Hintergrund wissen, dass du das auch irgendwann mal auf der Bühne machst. Genau, ja, einfach so für mich. So. Ja, da kommen meistens die besten Songs raus, ne? Wenn man einfach nur so Musik macht, um seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. So ohne Druck dahinter. Ich meine, jetzt habe ich auch keinen Druck dahinter, weil ich es ja jetzt nicht hauptberuflich mache oder so, aber man schreibt, also ich schreibe jetzt nochmal ganz anders auch, wenn ich denke, okay, das ist vielleicht auch ein Song, den ich dann performen möchte. Ja. Genau. Oh, krass. Ja, dann lass uns doch, bevor wir uns wieder verquatschen, einfach gleich den nächsten Song spielen. Wie heißt der denn? Der nächste Song, jetzt kommen 3 Songs, das ist so ein bisschen mein Jahreszeitenblock, kommt jetzt oder mein, genau. Wow, möchtest du dem noch irgendwas sagen zum Jahreszeitenblock? Wie ist das dazu gekommen? Also ich dachte, das nächste Lied heißt Summer Song, das ist ein Sommerlied und dann dachte ich, kann ich das jetzt noch spielen, weil es ist ja schon Herbst. Und dann dachte ich, danach spiele ich dann ein Herbstlied und danach kommt schon ein Winterlied. Okay, also du bringst uns sozusagen von der Vergangenheit in die Gegenwart und gleichzeitig in die Zukunft. Genau. Wow. Sommersong habe ich gesehen, ist es der auf YouTube ist? Genau, ja. Gut, dann machen wir schon mal an dieser Stelle ganz kurz Werbung für YouTube. Dich gibt es auch auf YouTube und auf Instagram, also gerne folgen. Und dann freuen wir uns. Und auf Facebook. Sehr schön, da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Und jetzt erstmal viel Spaß mit den nächsten 3 Songs. Dankeschön. The smell of sunscreen on my skin. Everything else is fading, fading, fading. The summer vibes are kicking in. And everything else is fading, fading, fading. Ba-da-ba-da-ba. Ba-da-ba-da-da. 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 Lulled by the sound of the high tides and caught by the magic of midsummer nights, I am collecting those gems, creating an inner space for colder days. For colder days. For colder days. For colder days. And the smell of sunscreen on my skin. Everything else is fading, fading, fading. The summer vibes are kicking in. And everything else is fading, fading, fading. Ba-da-ba-da-ba.
Ba-da-ba-da-da. Ba-da-ba-da-da-da. Ba-da-ba-da-da. Won't have to go to school on Monday, so let's catch some dreams and make them real. Creating our very own cocktail with sun rays and boat waves, bonfires and beach days and friendship bracelets weaving in the memory. So let's feel light for a few hours, like the sunshine can brighten my so troubled mind. I'm still collecting those gems, creating an inner space for colder days. For colder days. For colder days. For colder days. And the smell of sunscreen on my skin. Everything else fading, fading, fading. The summer vibes are kicking in. And everything else is fading, fading, fading. Ba-da-ba-da-ba. Ba-da-ba-da-da. Ba-da-ba-da-da-da. Ba-da-ba-da-da. Ba da ba da 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 da. Dankeschön. So, jetzt kommt das Herbstlied. Das ist auch ein bisschen so ein Liebeslied, weil Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Und das Lied heißt Golden. My window, I can breathe. When everything goes slow, my melancholic mind feel right. Oh, why is it I feel so alive when everything dies? You turn, turn, turn. Turn, turn, turn. Everything you touch turns golden. You turn me golden too. Make my melancholic mind feel right. Oh, why
is it I feel so alive when everything dies? You turn. Everything you touch turns golden. Oh, turn me golden too. You turn me golden. Schön. Jetzt kommt das Winterlied. So. Das gut, dann Mission accomplished. Das nächste Lied heißt Cup of Tea und das ist folgendermaßen entstanden. Ich war mit einer Freundin auf dem Weihnachtsmarkt und sie hat sich lautstark beschwert, dass jetzt die ganzen Pärchen aus den Löchern gekrochen kommen und Händchen haltend über den Weihnachtsmarkt laufen. Das ist so furchtbar kitschig. Und sie selbst ist Single. Ich fand das ein bisschen lustig, wie sie sich aufgeregt hat. Und das Lied heißt Cup of Tea. Und ich habe es über diese Situation geschrieben. Down again, sugar sweet your taste and pale as snow your skin. Come and warm me up and sweetly deafen me with a shot or three. I'm supposed to be with me and my cup of tea. Christmas time, all the people holding hands, and he should be mine. Instead, he told me to be friends, and I kissed 1,000 cups, for they won't break my heart. Hot in my hands, my love. Bring me down again, sugar sweet your taste and pale as snow your skin. Come and warm me up and sweetly deafen me with a shot or three. I'm supposed to be with me and my cup of tea. Warm fireplace, wish I had someone to share this moment of grace. Snowflakes dancing down the sky, and under the mistletoe I stand and wait for you till I see your hand in hers. Bring me down again, sugar sweet your taste and pale as snow your skin. Come and warm me up and sweetly deafen me with a shot or three. I'm supposed to be. Bring me down again, sugar sweet your taste and pale as snow your skin. Come and warm me up and sweetly deafen me with a shot or three. I'm supposed to be with me and my cup of tea. Rüber. Genau, das Zeichen das für mich. Ich hätte jetzt aber eingelenkt, weil ich da gleich ganz viele Fragen habe. Also erstmal haben wir jetzt ein gutes Vorweihnachtslied.
Gut, ne? Ja, ja. Also auch für den Herbst auch schon wieder. Ja. Und jetzt geht's dann los. Also du hast sozusagen alles dabei. Ja. Für jede Situation finde ich super. Deine Gitarre sieht so cool aus. Ja. Hast du das selber? Nee, das sind diese Luna Guitars. Die sind alle so schön verziert. Ich habe da auch noch eine Ukulele von. Okay, cool. Cool, das sieht toll. Echt? Du hast auch eine? Spielst du auch? Cool. Wow. Nee, es sieht wirklich cool aus und es passt vor allem gut zu deiner Musik. So ein bisschen dieses Vorkick, bisschen, passt richtig, richtig gut. Und sie klingt auch irgendwie total toll. Wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen aus Versehen Werbung gemacht dafür. Upsi. Ganz, das war ja ganz unabsichtlich. Jetzt muss ich doch fragen, seit wann spielst du Gitarre? Seit 6 Jahren, glaube ich. Ich habe nach dem Abi habe ich ein FSJ gemacht an einer Förderschule und die haben da immer ganz viel Musik gemacht. Und die Musiklehrerin war aber nicht jeden Tag da und dann haben die schnell gemerkt, dass ich auch viel singe und so. Und dann meinten sie, ja, da kannst du ja auch Gitarre spielen. Und dann dachte ich, na gut, dann bringe ich mir das jetzt mal bei. Ach, du hast es dir wirklich selber beigebracht? Ja, genau. Boah, hast du dann einfach ganz viele YouTube-Videos geguckt? Ja, ich glaube, ich habe mir dann echt, YouTube-Videos. Und okay. Ich habe mir dann einfach so Lieder rausgesucht, die ich spielen wollte und das dann geübt. So, wow. Und dann konntest du es einfach eines Tages. Und mit dem Gesang war es dann genauso? Ja, genau. Also Gesang, ich habe früher auch viel so Musical-Sachen gemacht, aber das ist alles schon lange her. Genau. Also die Musik, dass du Musik machst, eigentlich einfach so passiert. Du hattest einfach jemanden, wo du gesagt hast, hey, der findet, dass du viel Musik in dir hast und hat das sozusagen erkannt. Und ja, meine Familie ist auch sehr musikalisch. Also in meiner Familie haben wir auch immer Musik gemacht. Also es liegt in den Genen und du bist ein Naturtalent und kannst das einfach. Das sind so verschiedene Kontextfaktoren. Also du hattest nie Unterricht, du kannst es einfach auch das Song schreiben, das ist einfach so. Ja. Passiert. Ja, aber das ist eine Sache, ich schreibe seit der Grundschule schon viel Geschichten und Gedichte und so und ich glaube vom Songwriting, da dachte ich ganz lange, nee, das kann ich nicht, dafür muss man irgendwie mindestens mal Musik studiert haben, bis man sowas kann. Und zum Glück nicht. Hab dann irgendwann, meine Schwester hatte dann ihren 18. Geburtstag und ich dachte, was schenke ich ihr, das ist ja schon besonders. Und dann dachte ich, okay, jetzt versuchst du mal, ihr einen Song zu schreiben und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann habe ich gemerkt, man muss überhaupt nicht Musik studieren, um das zu machen. Das hat dann ganz gut funktioniert und dann habe ich das weitergemacht. Ein mega gutes Geschenk. Also sehr kreativ die Idee und auch ein guter Anfang dann sehr, ja. Sehr, sehr schön. Hat sie sich denn gefreut? Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Und dann ging es los, dass du sozusagen nicht mehr aufhören konntest. Genau. Ich glaube, es ist so normal, wenn man einmal irgendwie angefangen hat, dann wird man so ein bisschen süchtig danach. Ja. Ich habe bei dir auf Instagram auch irgendwie gesehen, dass du dich von einem Buch inspirieren hast. Du liest sehr viel und das Ganze ist auch so ein bisschen eine Mischung aus Gedicht und ist das so deine Inspiration, dass du was, finde ich total spannend. Also ich zum Beispiel würde dann nie auf einen Song kommen, wenn ich ein Buch lese. Also für mich das eine ist ein Buch und das andere ist ein Song. Also ich finde es total spannend, dass du das irgendwie... Also ich mache viel so autobiografisch oder was mich einfach gerade beschäftigt. Und die Frage auch geklärt. Genau, das Lied über das Buch, das spiele ich auch gleich. Und zwar geht es da um den Roman Krabat. Das ist eins meiner Lieblingsbücher. Und ich kenne eine Band, Asp, die haben einen ganzen Liederzyklus über dieses Krabat-Buch geschrieben. Und das fand ich so cool und inspiriert und dachte, so ein Lied will ich auch schreiben. Okay, bei mir kam da kein Lied raus, aber ich finde es total toll. Also ich habe es ganz selten bisher gehört, dass jemand irgendwie so über Bücher, also so durch die Bücher so inspiriert ist, einen Song zu schreiben. Ja, ich finde, das ist also für mich, oder ich dachte, das ist für mich auch so eine gute Übung, weil ich schreibe immer viel über mich und dann habe ich irgendwie das Gefühl, irgendwann sind es immer so die gleichen Themen. Ich will jetzt mal über was anderes schreiben. So ein Buch, das gibt ja wahnsinnig viel her. Und das ist dann vielleicht auch so eine gute Übung, zu versuchen, die Stimmung des Buchs auch musikalisch so ein bisschen einzufangen. Dann bin ich gerade, ich glaube, ich bin nicht allein mit meiner Spannung jetzt, wie das klingt. Okay, dann spiele ich das. Wie heißt denn der Song? Der Song heißt Rabenschwingen. Ah, der ist auch auf Soundcloud bei dir. Genau. Ja, genau. Machen wir einen kurzen Verweis zu Soundcloud. Und genau, die nächste Frage dazu hebe ich mir auf. Bis zu deinem nächsten Song. Oder beziehungsweise du kannst auch gerne natürlich mehr spielen, falls du da in dem Zuge noch ein bisschen im Flow bist. Viel Spaß dann. Wie furchtsam das Mühlrad nun schweigt,
gibt auch dir nun das letzte Geleit. Neu das Jahr und schwer uns das Herz von Rabenschwingen getragen. Schau, wie still nun der Koselbruch liegt, wie kein Baum und kein Halm sich mehr wiegt. Neu das Jahr und schwer uns das Herz, 11 Raben werden dich tragen. Waren wir mit dir, 11 und keiner bleiben nun hier, bis der Meister die Linke ergreift, die Hoffnung sucht bei dem Teufel. Sollst du sein von dem Bösen und Zauberei? In anderem Land sollen wir uns wiedersehen. Der Schnitter wird uns geleiten. Müllerburschen, schwarz ist die Nacht, für die ewig Verdammten gemacht. Hoch hinaus singen wir unser Lied, von Rabenschwingen getragen. Ja. Text? Ja. Und in Deutsch, also energetisch. Dankeschön. Du darfst, gerne, wenn du gerade noch einen Deutschen hast oder so, zufällig, dann bleiben wir gleich in dem Flow. Okay. Guter Text, sehr gut. Danke. Nochmal nachvollziehen. Immer deine Texte irgendwo finden. Den einen, ja, bei Instagram. Ansonsten noch nicht wirklich. Vielleicht sollte ich die Arbeit. Mal... Ist alles in Arbeit. Alles in Planung? Ja, auf jeden Fall, ja. Man muss dir halt folgen auf den gewissen Kanälen. Genau, ja. Aber ja. Auf Instagram, auf YouTube. Instagram, YouTube, genau. Facebook, Soundcloud, Hanna Melea. Es ist jetzt... Deutsch singen, weil es ist ja eine tolle Sprache. Aber wir haben hier viele, die Deutsch singen. Du musst öfter vorbeikommen, glaube ich. Aber ich finde es... Ich find's auch so die Dame, die sich hier vorgestellt hat, auch ganz toll. Ich war das letzte Mal vor ein paar Jahren hier. Genau. So, also ich glaube, das muss... Deutsch.
Aber es ist ein guter Punkt gerade, weil ich sehe hier nämlich, du hast Karten. Also wenn man dich nämlich jetzt gerade hier als Publikum anwesend ist, dann hat man das Glück, eine Karte abzustauben. Ich würde sagen, wir reichen die mal kurz rum. Ich reiche die mal kurz rum. Genau, sehr schön. Genau. Die gehen jetzt hier einmal rum, Würde ich sagen, genau. Dann kann man dich auch finden und in Zukunft auch mit Texten. Aber du hast ja auch gerade jetzt erst in diesem Jahr gestartet. Genau. Also dann sei es dir sozusagen vergeben, dass noch nicht alle Texte online sind. Ja. Ich finde, das ist in Ordnung. Aber es ist auf jeden Fall eine Arbeit jetzt auch im Winter, wo dann auch weniger Sachen stattfinden werden, weil die ganzen Open-Air-Sachen natürlich nicht mehr stattfinden. Ja. Dachte ich, nehme ich vielleicht mal ein bisschen mehr auf und wage mich da an diese Projekte. Super, genau, das ist ein bisschen Zeit, die Texte, alle das alles aufzuarbeiten. Sehr schön. Ja. Wie heißt denn der nächste Song, wenn wir jetzt schon im Deutschen sind? Gut, im Deutschen, dann, wir bleiben im Deutschen. Dann heißt das nächste Lied Wünsch dir was. Und das Lied habe ich vor einem Jahr für eine Freundin geschrieben, der es damals ziemlich schlecht ging. Und dieser Wunsch, ich wünsche dir, dass alles wieder gut ist, klingt ja immer so ein bisschen naiv oder so ein bisschen platt, aber das war einfach das, was ich ihr wünschen wollte und was ich ihr sagen wollte. Sehr schön, dann Hannah Melea mit Wünsch dir was. Der Mond löst bald die Sonne ab. Von einem heißen Sommertag. Schatten tanzen auf deinem Gesicht. Wieso weißt du nicht, wie schön du bist? Und vielleicht bleiben wir einfach hier sitzen und sind einfach, ohne etwas sein zu müssen. Und für den Löwenzahn ist es nun Zeit zu verblühen. Wird federleicht und weich und fliegt davon, davon. Wünsch dir was, ich wünsch dir das. Alles wieder gut. Wünsch dir was, ich wünsch dir das. Alles wieder gut wird. Den Klang der Stimmen kenn ich gut. Doch du musst mir nichts beweisen. Und du gehst deinen Weg mit so viel Mut. Und ich lauf mit dir immer weiter. Und für den Löwenzahn wird es nun Zeit zu verblühen. Wird federleicht und weich und fliegt davon, davon. Wünsch dir was, ich wünsch dir das. Alles wieder gut wird. Wünsch dir was, ich wünsch dir das. Alles wieder gut wird.
wünsch dir was, ich wünsch dir das. Alles wieder gut wird. Wünsch dir was, ich wünsch dir das. Alles wieder gut wird. Diesen Wunsch muss man erstmal verarbeiten. Krass, ja, nee, ich glaube, man muss es. Ist richtig, man muss danach erstmal kurz durchatmen. Man kann sich extrem gut identifizieren, weil ich glaube, das kennt man einfach, die Situation. Und das ist dann der Song, der sozusagen hilft. Echt schön. Danke. Ich bin total überrascht gewesen, dass du Englisch und Deutsch total wahllos mischt. Also du machst, ich finde es voll richtig cool eigentlich. Du machst eigentlich, was dir gerade so, also was, wozu du Bock hast, was dir gerade so in den Sinn kommt. Ja. Hast du es dir vorher irgendwie überlegt? Ich will beides machen. Kam es einfach so? Mit was hast du angefangen vor allem? Ich habe mit Englisch angefangen, ganz lange, weil ich immer dachte, auf Englisch kann ich mich irgendwie besser ausdrücken oder man kann sich noch so mehr hinter den Texten verstecken, weil die Leute vielleicht nicht so ganz hinhören und auf Deutsch sagst du halt direkt, was du meinst. Und ich finde, Deutsch ist auch immer ein bisschen schwieriger, weil im Deutschen haben wir sehr viele Wörter für alles Mögliche. Und wenn man diese Worte dann nicht benutzt für so eine Sache, dann klingt es schnell, schnell sehr platt oder sehr klischeehaft. Und ich glaube, das war sogar das erste Lied, was ich dann irgendwann auf Deutsch geschrieben habe. Das ist irgendwann einfach so passiert. Der Text war in 10 Minuten, glaube ich, da und dann. Okay, das ist eine der erste Versuch, gleich so Glück. Genau. Das ist natürlich auch herzlichen Glückwunsch dazu. Also ich kenne es so, wenn man eine neue Sprache irgendwie sozusagen mit dazu nimmt, dann übt man erstmal so ein bisschen, sich da zurechtzufinden, dass der erste Song dann so gleich so krass wird. Also ich meine, du bist ja extrem offen und so weiter gleich, dass du dich da so getraut hast. Nee, echt super. Auf Instagram. Es ist total lustig, ich habe mich so ein bisschen durchgeguckt und dann sind so manche Posts sind irgendwie auf Deutsch und dann schreibst du andere auf Englisch. Wieso? Ich denke mir so, okay, sie ist doch Englisch, nein, sie das ist Deutsch. Das ist eine gute Frage. Ist das ein Konzept oder ist das einfach so, ich mache, wie ich Bock habe? Ich denke mir, ich glaube, ich erreiche eher deutsche Leute als englische Leute und dann denke ich mir oft so, okay, ich bin jetzt irgendwie keine internationale große Künstlerin, ich muss nicht alles auf Englisch machen. Nur manches. Zwischendurch mal so. Und dann denke ich aber auch, okay, ich habe schon durchaus so ein paar Leute, gerade ich habe ein Jahr in Kanada gelebt, die Leute, die gucken sich das halt auch an, da ist es dann ab und zu halt auch cooler, wenn ich dann Sachen auf Englisch poste. Okay, also deshalb versuche ich da so eine Balance zu halten. Ich finde das ist spannend, ja, also du machst einfach alles so, wie du gerade im Gefühl hast. Genau. Heute habe ich Lust auf Deutsch, ich finde das total gut, also das merkt man dir auch an. Du bist einfach total, natürlich einfach so, wie du bist, machst du es einfach. Und das finde ich total super. Es wirkt nicht irgendwie, ich habe mir jetzt total was überlegt, so, sondern ich mache wirklich so, wie ich bin. Nee, finde ich echt toll. Also wirkt total natürlich und halt dadurch mega authentisch. Mhm. Ich überlege gerade, hast du jetzt gerade Lust, was zu spielen oder quatschen wir noch einfach? Wir können noch ein bisschen quatschen. Dann quatschen wir noch kurz. Genau, mich würde so interessieren, also wir haben es jetzt schon ein bisschen gehört, aber was für Themen dich so speziell, wenn du jetzt autobiografisch schreibst, was dich da so am meisten bewegt? Also was sind dann so die meisten Inspirationen? Also wir haben schon gehört über eine Freundin, zum Beispiel eine Geschichte oder so, wo du was mitbekommen hast. Aber was ist so, wo dich, oder wo du zum Beispiel angefangen hast, der Grund, warum du angefangen hast zu schreiben? Ja. Wenn du darüber reden möchtest. Ich glaube, viel hat zu tun so mit Selbstzweifeln und Selbstfindung auch in diesem Prozess von irgendwo ankommen wollen, aber es noch nicht so angekommen sein oder manchmal schon. Es ist ja, glaube ich, nie ein finales Ankommen, sondern manchmal ist man da und dann geht es irgendwie weiter und dann gibt es Tage, da hat man das Gefühl, man ist, oder ich bin gar nicht angekommen und ich fühle mich überhaupt nicht wohl mit mir und ich weiß überhaupt nicht, was ich mache im Leben. Da bist du nicht alleine. Genau. Kann ich total verstehen. Ja. Ich glaube, davon handeln viele Lieder bei mir. Ah, krass. Ja, aber umso interessanter, so dieses Suchen, Finden, Selbstbewusstsein und so, dass du dann auch dich trotz dem Ganzen getraut hast, damit auf die Bühne zu gehen. Das finde ich total super. Das heißt, du hast sozusagen über dem Schreiben eigentlich so zu dir selber
gefunden, könnte ein man bisschen, sagen. Ja. Ne? Finde immer noch zu mir. Ja, das genau. Leben ist ein ewiges Suchen und Finden. Ich habe jetzt auch schon mitbekommen, es ist irgendwie nie zu Ende. Immer wenn man denkt, jetzt habe ich es raus, ja, ja, genau. Ist man irgendwie wieder so, am Anfang. Nein, dann nicht. Genau, okay. Genau. Jedes Ende ist ein neuer Anfang, sehr schön. Ich würde mal raten, wir hören jetzt wieder ein Lied auf Englisch, oder? Ja. Ja, wirklich? Wie heißt vielleicht, das denn? Das nächste Lied heißt machen wir Helsinki Lights, heißt das nächste. Da ging es nämlich ums Ankommen wollen. Ja, dann ist das ja perfekt. Wunderbar. Viel Spaß. Heading downtown, those winter clouds tearing me up. I'm on my own, oh what a silent night it is. Hearing stories of people being lost and found. I'm still waiting. Still waiting. All the places where I try to find myself, I like this best. Don't know where to go, oh well, I'm heartbound. Dedicated to all the melancholic hearts that are still waiting. Still waiting. But someday I will arrive. I'll sit under those Helsinki lights, Helsinki lights, Helsinki lights, and it will be all right. A summer soul I never was, craving dark nights and candlelights. Come by my side, pretend that you're my home. I might be screaming unspoken, unknown words that were still waiting. Still waiting. But someday I will arrive. I'll sit under those Helsinki lights, Helsinki lights, Helsinki lights, and it will be all right. Sit under those Helsinki lights, Helsinki lights, Helsinki lights, and it will be all right. Ich spiele direkt noch eins. Da geht es auch um, es geht um, es geht ums Autofahren. Also auch so ein bisschen, um irgendwo anzukommen. Das Lied heißt Into the Day. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, man fährt morgens in den Sonnenaufgang rein Richtung Meer. Und draußen ist es kalt und im Auto ist es warm. Und man sitzt auf dem Beifahrersitz und kann die ganze Zeit Kaffee trinken und essen und muss sich nicht aufs Fahren konzentrieren und kann nach draußen gucken und den Sonnenaufgang beobachten. Thank you.
3 a.m. and the streets are asleep, but I'm not. I'm busy howling at the moon because we're both so alone. And this sensation of a new day, I pack my one bag, toothbrush and a dream. Let's head away, so will you drive me into the day? Will you drive me into the day? Bring me somewhere to the sea, somewhere I can breathe. I will build us a house in the sand. Let's move right in, and all the dark constellations at the sky are bursting bubbles, and we are not afraid. Tell the world I'm late today, so will you drive me into the day? 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 Schön. Ich sehe das Zeichen. Ich habe mich gerade gefragt, du hast ja extrem viele Songs auch heute schon dabei und so und machst aber nebenbei auch noch ganz viele andere Sachen. Ja. Wie? Also erstens, wenn du Lust hast zu sagen, was? Und zweitens, wie kriegst du das alles unter einen Hut sozusagen, zu üben, zu schreiben, das, aufzutreten? Ja. Ich verrate jetzt schon mal, studieren. Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch oft. Kannst du beantworten oder weißt du selbst eigentlich nicht, wie du es schaffst? Ich glaube, ich weiß es tatsächlich nicht so richtig. Also ich studiere nebenher, ich mache meinen Master in Heilpädagogik. Ich bin Heilpädagogin und ich arbeite noch mit einer halben Stelle in einer Kita. Und genau. Ja, ich glaube, so dieses Kreativsein ist dann aber auch echt immer so mein Ausgleich am Wochenende. Und ansonsten gehe ich viel raus, gehe viel spazieren und wandern. Das sind dann auch immer so, wenn ich so in Bewegung bin, dann sind meine Gedanken auch in Bewegung und dann entstehen da auch immer viele Songideen und dann laufe ich so rum und singe das in mein Handy rein und wenn ich dann zu Hause bin, dann probiere ich das auf der Gitarre aus. Cool. Genau. Also wenn man es gut organisiert, kriegt man es hin sozusagen. Ja. Musik, Wochenende, unter der Woche das andere und zwischendurch viele Pausen, wo dann die Kreativität kommt. Ja. Also eigentlich das perfekte Geheimrezept sozusagen. Sehr cool. Was hast du denn jetzt noch so, wie viele Songs haben wir denn noch? Nur, dass wir mit der Zeit ein bisschen gucken, nicht, dass wir uns wieder verquatschen. Noch acht Minuten. Wow, kannst du jetzt immer hier sein, um uns die Zeit durchzugeben? Das finde ich super. Du kannst sie zwingen mit Geld. Sind noch vier Songs okay? Oder? Das nennt sich ja locken. So, wie viele? Sorry. Vier Lieder noch, wäre das okay? Das ist okay. Ich würde sagen, du spielst jetzt einfach noch zwei.
dann stelle ich noch meine Abschlussfrage okay. und dann lassen wir das wundervoll mit noch zwei Liedern ausklingen. Ach, alles klar, das passt gut, weil die nächsten zwei Lieder, die passen thematisch auch gut zueinander. Super. Das nächste Lied heißt Ich bleib laut. Ich glaube, das ist, und das ist relativ, relativ selbsterklärend. Okay, dann spiel es einfach doppelt so schnell, dann können alles wir klar, alles zeitlich okay. unterkriegen. Wunderbar. Schlaf, weil ich mich frag, wie viele Jahre ich hier noch erleben darf. Noch scheint es unwahr, noch scheint es nicht nah, doch ich weiß es besser und mein Weg ist mir klar. Das ist meine Heimat und ich hab die Freiheit, nicht nur zu reden, mich zu bewegen, also tu ich das auch. Und bis sich wirklich was verändert, bleib ich laut. Schau in aschfahle Gesichter, erloschene Lichter, die nicht mehr brennen, weil sie sagen, es lohnt sich eh nicht mehr zu rennen, weil sie die Lösung als Verzicht verstehen. Und ich frag mich, wann haben wir angefangen, nur tatlos zuzusehen? Doch das ist meine Heimat und ich hab die Freiheit, nicht nur zu reden, mich zu bewegen, also tu ich das auch. Und bis sich wirklich was verändert, bleib ich laut. Wäre nicht fair. Zum Glück ist da auch mehr. Da sind Menschen in Bewegung und die stellen sich quer gegen die Verleumdung, gegen all den Hass. Bis wir die Erde respektieren, werden sie nicht locker lassen. Denn das ist ihre Heimat und sie haben die Freiheit, nicht nur zu reden, sich zu bewegen, also tun sie das auch. Und bis sich wirklich was verändert, sind sie laut. Denn das ist unsere Heimat und wir haben die Freiheit, nicht nur zu reden, uns zu bewegen, also tun wir das auch. Und bis sich wirklich was verändert, bis sich wirklich was verändert, bis sich wirklich was verändert, sind wir laut. Okay, alles klar, dann kommt direkt das nächste Lied. Eine sehr gute Entscheidung. Das war der letzte. Den muss man erstmal so rüberführen. Dankeschön. Also ein mega schöner Text und extrem gut durchdacht. Also so perfekte Mischung. Okay, du, ich schicke die nach. Du musst jetzt fleißiger werden. Ja, die Nachfrage ist da. Ja. Das war jetzt nur ironisch gemeint. Das nächste Lied heißt Hey Cassandra. Und thematisch bleibt es bei dem Klimawandel, der sehr drängend ist. Ich spiele dann immer zwei Songs, weil ich denke, es ist so dringlich. Ich muss das verdeutlichen, deshalb gibt es zwei Lieder. Und es geht um die Sagengeschichte der Cassandra. Und wer...
im Geschichtsunterricht in der 6. Klasse aufgepasst hat und schon mal was vom Kassandrenruf gehört hat. Genau, genau. Ein Roman von Christa Wolf, der heißt Kassandra. Kann ich allen empfehlen. Ja, genau. Ich würde sagen, wir haben heute genau das richtige Publikum hier, oder? Voll gut, wow. Wirklich. Ich glaube, du bist die erste Person. Ich musste das sonst immer erklären, dann, was da vor sich gegangen ist. Wahnsinn. Genau. Okay, ich spiele still. Hey, Cassandra, crying on your own. Dark sky moaning and the ash is getting cold. White flag burning in the city once so gold. Hey, Cassandra, sitting on that throne. Ships are sailing and you know it's time to go. Your feet ignited on the ground that you called home. Cassandra, Cassandra, crying on your own, hoping they will hear you so you can save your home. Cassandra, Cassandra, little did they know, little did they know. Hey, Cassandra, it's always been that way, convincing each other that humanity can't fail. Blindfolded fools holding loaded guns. Hey, Cassandra, those sinister signs, they turned away when they saw them in your eyes. Covered in dust, they refused to swipe away. Cassandra, Cassandra, crying on your own, hoping they will hear you so you can save your home. Cassandra, Cassandra, little did they know, little did they know. Cassandra, it's always been that way. Hey, Cassandra, it's always been that way. Hey, Cassandra, it's always been that way. Hey, Cassandra, the future's yours to be. I know it's hard when you feel shipwrecked just like me, but your hands are open and your mind is will to see. Cassandra, Cassandra, crying on your own, hoping they will hear you so you can save your home. Cassandra, Cassandra, little did they know. Cassandra, Cassandra, crying on your own, hoping they will hear you so you can save your home. Cassandra, Cassandra, hope in time they'll know, hope in time they'll know. Also ich würde sagen, du bist ja extra aus Münster hergekommen. Genau. Wir machen jetzt eine kleine Ausnahme. Du kriegst auf jeden Fall doch deine letzte Frage gestellt und darfst dann noch einen Song, der natürlich passenderweise am besten das Ganze abrundet und okay, abschließt, noch einen auswählen. Genau, meine Abschlussfrage wäre,
Wie geht's jetzt bei dir weiter? Also abgesehen davon, dass natürlich alle auf Instagram folgen werden, YouTube, Facebook und Soundcloud. Wie ist denn so der Plan jetzt 2020 bzw. 2021? Was steht jetzt gerade so an bei dir? Ich habe nämlich bis heute Morgen noch gar nicht so darüber nachgedacht und dann haben David und ich auf der Zugfahrt so ein bisschen darüber geredet, weil David, da muss ich jetzt auch noch mal kurz Werbung machen, David ist auch in einer Band, Frink aus Münster, die sind auch total super, ein Singer-Songwriter-Duo und die nehmen jetzt ihr erstes Album auf und dann meinte David, ja, wir haben jetzt den Kram rumstehen im Raum, eigentlich könntest du denn jetzt auch mal deine erste EP aufnehmen und dann dachte ich, okay, eigentlich dachte ich erst so, vielleicht warte ich noch ein bisschen, bis mich auch mehr Leute anhören. Aber dann dachte ich, okay, was man hat, das hat man. Und vielleicht hören es ja doch ein paar Leute. Das heißt, vielleicht jetzt die erste EP aufnehmen. Und dann dachte ich, vielleicht im Frühjahr eine Wohnzimmerkonzerttour vielleicht. Ja, genau. Das ist ein mega guter Plan. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist ja voll schon hier durchgeplant. Doch die spannendste Frage haben wir jetzt eigentlich erst zum Schluss. Ihr seid sozusagen als Musiker zusammen in einem unter einem Dach und... Wie läuft das denn? Da muss ich jetzt noch mal kurz Noch nicht unter einem Dach, aber hoffentlich bald. Okay, aber mega praktisch, dass ihr beide Musik macht ja. Und dann sozusagen das euch teilen könnt. Nicht nur die Leidenschaft, ja. Sondern auch Equipment und Tonstudio und so weiter. Ja, total. Das ist ja total toll. Und dabei bist du heute auch noch. Vielen Dank, dass ihr zusammen hergekommen seid, diesen ganzen weiten Weg. Ganz, ganz toll. Wir fühlen uns geehrt, euch heute hier zu haben. Schön hier zu sein, wirklich mega cool. Ja, schön, dass ihr da wart, dass du da warst und so viel tolle Musik mitgebracht hast. Was hören wir denn jetzt zum Abschied sozusagen? Abschied hört ihr zu Hause. Nochmal ein deutsches Lied. Es war ganz lustig. Ich habe vor 3 Wochen durfte ich Dota Care supporten. Die eine meiner Lieblingskünstlerinnen und wow. Ihr Zuhause ist immer noch eins meiner Lieblingslieder und daran angelehnt habe ich auch ein Lied geschrieben, das heißt auch Zuhause. Cool. Und geht so. Wir sind gespannt. Viel Spaß. Unser Weg ins Ungewisse, beleuchtet von den Sternen, begleitet von den Schattenspielen, die Äste werfen. Und der eigene Horizont sieht für jeden anders aus, doch wir sehen ihn beide, rot, silbern und leise. Sagst, du hast noch immer deine Selbstzweifel dabei. Ist egal, ich bin mir sicher, sicher genug für 2. Weil du sagst, dass ich so schön bin, selbst wenn ich nichts sagen kann. Und die Art, wie du das sagst, lässt mich wissen, ich komm an. Lässt mich wissen, ich komm an. Lässt mich wissen, ich komm an. Komm, wir gehen, wohin der Wind uns weht, wie die Drachen im Septemberwind am blauen Himmel stehen. Komm, wir gehen, das Sicherste sind wir und am Ende ist zu Hause nur bei dir. Am Ende ist zu Hause nur bei dir. Den Herbst bereits im Herzen und den Kaffee in der Hand. Der Wind weht heute stärker, schmeckt nach Fernweh und nach Sand. Und du fragst, ob das denn wir sind, können wir erwachsen sein? Doch ich glaub, das innere Kind kriegen wir so schnell nicht klein. Kriegen wir so schnell nicht klein.
und so wollen wir auch nicht sein. Komm, wir gehen, wohin der Wind uns weht, wie die Drachen im Septemberwind am blauen Himmel wehen. Komm, wir gehen, das Sicherste sind wir, und am Ende ist zu Hause nur bei dir. Am Ende ist zu Hause nur bei dir. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Wohin der Wind uns weht, wie die Drachen im Septemberwind am blauen Himmel stehen. Komm, wir gehen, das Sicherste sind wir, und am Ende ist zu Hause nur bei dir. Am Ende ist zu Hause nur bei dir. Das war ja mal der perfekte Abschlusssong. Voll schön, dass du hier warst heute. Ja, nochmal danke, dass ich hier sein durfte. Es war so schön, so eine schöne Atmosphäre, ist so cool. Danke, dass du so weit angereist bist. Ja, schön, also die Atmosphäre heute war echt cool, aber es lag auch, glaube ich, im Publikum. Das war auch wirklich, abgesehen davon, dass es an dir lag, lag es, glaube ich, auch im Publikum. Ja, Applaus ins Publikum. Schön, dass ihr heute alle da wart. Und auch spontan heute. Ja, voll. Genau. Wirklich. Genau. Ja. Super. Zufälle sind eh das Beste. Ja. Ich bin auf dem Spielplatz. Ja, und mit Gitarre sag ich, du, wenn du die Nationalhymne wie Jimi Hendrix spielst, dann bist du richtig cool. Du bist besser. Genau. Also es lohnt sich vorher schon mal in Berlin ein bisschen Musik zu machen. Ja. Hast du denn jetzt vor, in Berlin noch kurz zu bleiben und noch ein bisschen Musik zu machen? Was macht ihr hier noch? Ich bin morgen, also morgen sind wir auf einem Lebenshof in Brandenburg. Lass die Tiere leben, heißt der. Da habe ich vor zwei Jahren für ein paar Wochen gearbeitet als Volontärin. Und die haben morgen ein Hoffest und da spiele ich dann noch ein bisschen. Wow. Also du kombinierst einfach alles. Ja. Das ist großartig. Ja, ganz viel Spaß dort und Erfolg. Und dann natürlich euch letztendlich eine gute Heimreise. Bleibt gesund. Ja. In welche Kamera darf ich mich jetzt denn verabschieden, liebe Regie? In diese. Okay, dann würde ich sagen, wir beenden sozusagen unsere Aufzeichnung heute. Schön, dass ihr alle dabei wart und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Eure Alice. Okay. Dankeschön.